Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Lea und ich habe es endlich geschafft, mich heute Morgen extra früh hinzusetzen, um die deutsche Version aufzunehmen für euch. Das ist wieder eine Nachvertonung von dem englischen Video. Ich mache es immer mal so rum, mal so rum. Ja, es tut mir wirklich leid, dass ich das Wochenende nicht geschafft habe, aber ich habe einfach echt viel zu tun und allein ein Video dauert so 3, 4 Stunden. Und dann habe ich einfach total ein volles Wochenende. Aber jetzt hole ich es dafür nach. Herzlich willkommen. Danke für eure Geduld. Und wirklich keine Sorge, ich werde für jedes Video eine deutsche Version aufnehmen. Versprochen. Es kann nur manchmal ein bisschen länger dauern. Also diese Lady hier ist mein Star der Sendung sozusagen. Die ist von Natural Beauty, heißt das Stickmuster, von Philanthropé aus Frankreich. Ich kann es nicht aussprechen. Auf jeden Fall schaut euch diesen bedruckten Stoff an und diese wunderschönen Garne. Das sind Allegro-Garne, französische Garne, die sehr fein sind. Also die sind wie Nähgarn. Man nennt diese Garne monophil, weil sie nicht so verdreht sind aus mehreren Garnen, wie ihr es von Stickgarn oder Wolle oder so kennt, sondern es ist wirklich nur ein Garn und ich kann mir vorstellen, dass man damit richtig toll sticken kann. Aber also die Anleitung und alles sind alles auf Französisch und ich habe mir das Kit jetzt gekauft und am Ende des Videos zeige ich euch jedes einzelne Detail dieses Kits und ich zeige euch die Anleitung. Ich starte es zwar noch nicht, aber ich erkläre euch, wie man es startet, zumindest was ich so aus der Anleitung rausgelesen habe. Ich habe mir das mit Google Translate alles übersetzt. Und genau, am Ende des Videos machen wir das. Und mir ist echt aufgefallen, es ist echt schwer, gerade schwarze Frauen oder generell andere Ethnien irgendwie als Stickmuster zu finden, außer es sind halt so klassisch traditionelle Sachen. Und ich habe mich deswegen sehr gefreut über dieses Muster und mir ist echt aufgefallen, das kann man schon ein bisschen pushen, weil es gibt echt nicht so viel Diversität in manchen Bereichen. Also kein Problem, aber man kann ja in Zukunft ein bisschen gucken und ich denke, dadurch, dass es jetzt so viel Aufmerksamkeit hat, läuft die Sache, oder? Ich finde es großartig. Der Cell heißt Diversity and Inclusion Cell auf Instagram und man stickt dort einfach alles, was mit Diversität und Inklusion und queer und verschiedenen Hautfarben und keine Ahnung, alles Mögliche, was einem halt einfällt, kann man mit diesem Hashtag versehen. So, weiter geht's. Das ist die Timesheet-App, die ihr gerade seht. Ich bin total froh, dass ich diese App habe, weil ich mit dem Mitzählen sonst überhaupt gar keinen Überblick mehr hätte, wie ich was wann gestickt habe. Wenn ich es mal nur so kurz mache, muss ich hier wirklich nur einmal auf Start und Stopp drücken, um meinen Timer einzustellen. Ich verlinke euch unten, weil ich werde jedes Video gefragt, wie diese App heißt. Time Sheet, wie Zeit und ein Blatt Papier auf Englisch. Genau. Sie hat ein orangenes Logo und hier könnt ihr euch eben Statistiken rauslassen zu dem, was ihr so gestickt habt, an welchem Wochentag ihr das gestickt habt. Das ist eigentlich so gedacht, glaube ich, für Freelancer, die ihre Zeit tracken wollen für Projekte und ihre Abrechnung damit tracken wollen. Und ich nehme es halt für Sticken und dafür ist es großartig. Genau, hier sieht man zum Beispiel, ich sticke mit Abstand am meisten am Sonntag. Und ganz unten ist am allerwichtigsten, da seht ihr die verschiedenen Projekte. Also ihr legt euch in der App einfach ein Stickprojekt an, gibt es einen Namen und eine Farbe und dann könnt ihr das ganz schnell in einem Menü auswählen und dann müsst ihr nur noch Play und Stop drücken und dann wird getrackt. Und ich hoffe, ich kann es jetzt gerade mal irgendwie erkennen. Ich habe nur 31 Stunden diesen Monat gestickt. Und ihr werdet gleich sehen, was ich wann gestickt habe. Okay, also als erstes kommt Theresa Wensler The Castle mit meiner eigenen Farbumwandlungskonversion. Und ich habe das Lila ist eigentlich gelb. Das habe ich halt in Lila umgewandelt. Und so weit bin ich gekommen und ich bin total glücklich mit meiner Umwandlung. Wenn alles mal fertig ist, kann ich euch gerne die Umwandlungstabelle geben. Ich habe jetzt diese Federn, diese hellblauen gestickt, die sind aber original so. Genau.
Und habe jetzt da noch ein bisschen aufgefüllt in dem Fluff und die Flügel angefangen. Und ich habe nach diesem Video auch noch weiter dran gestickt und den halben Flügel fertig. Und ich bin super stolz auf mich. Jetzt zeige ich euch gerade den Turm. Also, es ist unglaublich, wie viel Backstitches, also Umrandungsstiche hier in diesem Bild verwendet werden. Und ihr müsst euch auch überlegen, überall, wo so schräge Stiche, so schräge Backstitches sind, sind auch halbe Kreuze darunter. Also, nee, Viertelkreuze. Und das ist unglaublich. Und ich versuche gerade diese Kamera umzustellen. Und mir ist es jetzt so gegangen, ich fand diese Viertelstiche unglaublich anstrengend zu sticken, weil es wirklich klein ist. Es ist 32 Count, also irgendwie 12-fädig oder so. Und jetzt habe ich es endlich hinbekommen, das gescheit zu schneiden. Und ja, also jeder quer schräge Backstitch bedeutet, da sind Viertelstiche drunter. Aber wenn ich den Backstitch sofort hinterher mache, nachdem ich diesen Bereich gestickt habe, habe ich das alles noch ziemlich gut im Kopf, was wo ist. Es ist halt vor allem schwierig, wenn ich hier halt drei verschiedene Hellgrautöne habe. Ist es wirklich schwer zu erkennen. Da brauche ich ein gutes Licht. Aber wenn ich das gerade eben die Kreuze gestickt habe und dann gleich mit dem Backstitch drüber gehe, ist es deutlich einfacher, weil ich einfach ungefähr noch weiß, was hier gerade abgeht. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste am Ende alles nochmal nachvollziehen, wo was war, wo ich was sticken muss, welche Farben da vorgekommen sind, dann graut es mir wirklich. Deswegen werde ich es in diesem Projekt, wie auch eigentlich inzwischen in allen anderen Projekten, so halten, dass ich den Backstitch einfach sofort mache. Und ich muss gerade immer zwischendurch hören, was ich gerade erzähle im Video. Es ist aber auch wirklich befriedigend, wenn man dann gleich diese Umrandung reinmacht, weil, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde diese Dimensionalität von diesem Turm, von diesen kleinen Halterungen unglaublich großartig. Man versteht dann einfach, okay, deswegen habe ich hier doppelt so lange an diesem Bereich gesessen, weil es danach unglaublich gut aussieht und unglaublich dimensional dadurch, dass sehr feine Schattierungen vorkommen. Und also als ich diese Sektion gemacht habe, deswegen hacke ich da auch gerade so rum, war ich danach einfach total baff. Und die ganze Geduld, die ich für diesen Bereich aufwenden musste, hat sich bezahlt gemacht. Und ich bin jetzt auch, wenn solche Bereiche sind in Zukunft, nicht mehr ganz so genervt wie vielleicht am Anfang. Also dieses Muster macht mir wirklich großen Spaß. Ich habe jetzt, die einzige Schwierigkeit ist mit diesen wirklich, überall sind Viertelstiche, ist das Zählen. Ihr habt hier wirklich ein großes Potenzial, euch zu verzählen. Ich auch. Und deswegen habe ich mir ein bisschen was überlegt und darauf will ich jetzt kurz einfach eingehen. Und zwar nutze ich die Parken-Methode und ich mache euch ein Video dazu, nochmal ganz genau von Anfang an, aber ich versuche euch jetzt das Grundprinzip des Parkens an diesem Beispiel mal zu erklären. Und zwar hoffe ich, zoome ich jetzt gleich mal dran. Immer wenn ich hier einen Sprung habe, einen problematischen Sprung, wo ich mir nicht so ganz sicher bin, ob ich jetzt auch wirklich im richtigen Feld bin, dann parke ich den Faden. Und zwar, seht ihr hier zum Beispiel, ich habe hier links ein Grün und rechts ein Grün. Und ich hoffe, ich zeige euch das Muster. Wenn ich mich richtig daran erinnere, zücke ich jetzt gleich das Muster und zeige euch das. Ich nehme die Farbe, mit der ich gerade sticke, und führe sie unten links, wo das X, also meine Xe fangen unten links an. Wenn ihr euer X unten rechts, oben links oder sonst wo anfangt, stecht dort den Faden ein, wo ihr das nächste Kreuz eigentlich vollziehen würdet. Und tut es aber nicht, sondern ihr lasst den Faden baumeln. Ich mache dann auf meiner Vorlage einen kleinen Punkt in eine Ecke und dann weiß ich Bescheid, dass ich dort einen geparkten Faden habe.
Und hier sind jetzt, seht ihr zum Beispiel, es ist ein dunkelgrün und ein hellgrün. Ich sehe auf meinem Stickmuster dann, links ist eins geparkt und rechts ist eins geparkt. Und dann nehme ich, weiß ich einfach die rechte Farbe von diesen zwei markierten Feldern ist der rechte Faden. Und man kann auch noch mal auszählen, ob das der Ort ist. Hier zeige ich es euch jetzt gleich mal auf dem Bild nochmal. Dann weiß ich, ah, okay, das muss die und die Farbe sein, die ich mit diesem Punkt markiert habe. Also ich sehe das Symbol. Genau, jetzt zeige ich es euch. Ich sehe dieses Symbol und weiß, der Faden, der da hängt, ist das Symbol. Und dann kann ich mit diesem Faden weiterstecken, ohne dass ich ihn beenden muss. Und das ist in diesem Stickmuster für mich persönlich wirklich wichtig, weil das Zählen echt ein bisschen kompliziert ist. Ihr habt nicht immer ausgefüllte Kreuze und alles. Und wenn ich mir dann nicht sicher bin, parke ich den Faden einfach kurz und stick später weiter, sobald ich den Bereich außenrum mehr aufgefüllt habe. Und kann von dem Bereich, den ich dann ausgefüllt habe, aus einfacher weiterzählen und weitersticken und weiß, ich habe keinen Fehler gemacht. Genau, das erzähle ich euch jetzt gerade mit den, ich habe links und rechts die Fäden hängen. Und die hängen auf dem Bild so und auf meinem Stickmuster. Das ist übrigens eine Arbeitskopie. Ich mache mir immer Kopien von meinen Mustern, vor allem wenn es in dem Buch ist, weil das Buch wird zerfleddert sein nach dem ersten Projekt. Genau, und hier eine Entschuldigung. An dem Flügel habe ich das auch gemacht. Ihr seht, da ist so ein kleiner Knubbel. Und das letzte Viertelkreuz, was ich gemacht habe, ist da oben. Und von da aus muss ich weiter runterzählen. Und da sind halt ziemlich viel. Also ich hatte auch die Farbe darüber nicht ausgefüllt. Das heißt, da war ziemlich viel Freiraum. Und jetzt soll ich hier unten als nächstes irgendwie nochmal so ein Viertel machen. Und deswegen habe ich eben rübergezählt, war mir nicht sicher, ob das jetzt wirklich stimmt, wo ich jetzt bin. Und habe dann einfach gesagt, okay, ich höre auf, ich mache einen Punkt dorthin und lasse den Faden hängen. Und wenn ich später hier jetzt da noch diese Vierecke darüber ausgefüllt habe, also die angrenzenden Farben praktisch ausgefüllt habe, kann ich von dort aus total einfach sehen, ob der Ort stimmt oder nicht. Und so gehe ich eigentlich die ganze Zeit vor. Ich gucke, dass ich immer alles auffülle und nicht zu weit mich entferne von dem, wo ich gerade sticke. Bei anderen Bildern ist das immer kein Thema. Bei diesen Bildern würde ich es empfehlen, mit dieser Technik zu machen. Genau. Jetzt erkläre ich gerade, dass ich hier jetzt halt ziemlich einfach jetzt nach unten zählen kann. Ich muss praktisch aus dieser Ecke nur eins nach unten und kann mit dieser Farbe weitersticken, aber ich fülle jetzt trotzdem erstmal noch diese Vierecke auf dem Muster auf. Also die Farbe mit den Vierecken. Ich hoffe, das war jetzt nicht irgendwie super kompliziert erklärt. Ich habe keine Erfahrung darin, auf Video Sachen zu erklären oder generell Sachen zu erklären, aber ich werde ein geskriptetes, sehr gut durchdachtes Video zum pa Thema Parken und den verschiedenen Techniken und Vorgehensweisen posten. Ich bin da dran, aber das braucht Zeit, weil ich wirklich versuche, alle Winkel zu beleuchten, wie man da irgendwie herangehen kann. Und ja, deswegen dauert es noch ein bisschen. Aber danke für eure Kommentare übrigens dazu. Das bleibt mir im Gedächtnis hängen, wenn ihr sagt, oh, bitte mach ein Video zum Parken. Es haben inzwischen einige Leute gesagt und ich will es auf jeden Fall machen. Ich benutze hierfür übrigens diesen Parko-Organizer. Parko. Und ihr könnt hier eben die Fäden super easy reinklemmen und euch daneben das Symbol auf so ein Papier schreiben. In der Mitte seht ihr, sind die Symbole. Und damit kann ich auch total einfach meine Umwandlung machen, weil ich füge dann immer eine Schattierung hinzu, die ich umwandeln will.
und habe dann halt einen schönen Überblick über meine Farbpalette mit diesem Organizer, weil ich alle Farben auf einen Blick habe. Okay, jetzt das nächste Projekt, an dem ich gearbeitet habe, mit Abstand deutlich weniger, ist Gamer. Und ich habe, glaube ich, Gamer vergessen in dem Video und muss das kurz holen. Okay, also bei Gamer habe ich immer noch keine Seite fertig. Es geht einfach sehr langsam voran, weil mit 30 Stunden auf mehrere Projekte im Monat verteilt, kommt man einfach auf nicht viel Zeit. Und Gamer braucht einfach viel Zeit, um dass man Fortschritt sieht. Aber ich habe hier diesen Bereich aufgefüllt. Und zwar ist es der Hintergrund von dem Bild. Also in der Mitte ist ja diese Frau, die da zockt. Und dahinter ist dieser lila Hintergrund. Und den will ich komplett mit halben Kreuzen machen, weil ich will es ausprobieren. Und es geht einfach deutlich schneller. DMC-Stoff ist besser als der Zweigartstoff, muss ich sagen. Das habe ich euch im letzten Video aber schon gesagt, weil die Löcher sind bei diesem Stoff größer. Deswegen liegen hier auch die halben Kreuze besser. Aber ich bin immer noch nicht 100% zufrieden mit dem Ergebnis der halben Kreuze auf 25 Count. Für mich ist einfach 28 Count und es tut mir leid, ich weiß gerade nicht die Umrechnung in fertig. Aber die meisten von euch schreiben mir, dass sie eh immer nur in Count rechnen. Für mich ist 28 Count das Beste. Aber ich werde hier jetzt diesen Hintergrund auf jeden Fall weiter mit diesen halben Kreuzen machen. Es geht schneller, aber auf 25, also 25 Count ist ja ein bisschen gröber, habe ich immer noch Probleme, dass die Fäden schön nebeneinander liegen. Und ja, ich weiß, was Railroading ist und habe das auch schon hier probiert. Also das bedeutet, dass man, wenn man mit zwei Fäden sticht, bei dem Einstechen die Nadel zwischen den zwei Fäden durchführt, damit sie schön parallel liegen. Und es hilft oft, dass das Stichbild ordentlicher ist, weil ihr vorher praktisch die mit der Nadel noch schön nebeneinander arrangiert. Aber ich kann da auch mal ein Video zu machen. Aber es hilft nicht. Also, ich mache jetzt diesen Hintergrund noch so, aber ja. Ich würde mir wünschen, dieses Jahr trotzdem noch die 7 Seiten fertig zu kriegen, obwohl ich nicht mehr daran glaube, dass das passieren wird. Drückt mir die Daumen. Ich will nicht, dass Gamer 7 Jahre dauert. Aber es wird wahrscheinlich so sein. Okay, als nächstes kommt der Barbara Anna Spell Will Halloween Cell. Das war jetzt richtig grottig. Okay, ich muss kurz hören, wie viele Stunden ich da dran gestickt habe. Ich habe 5 Stunden hier dran gestickt. An Game habe ich wahrscheinlich so 10 Stunden gestickt und Theresa Wenzler dann halt eben 15. Es ist früher Morgen, ich brauche meinen Kaffee, Entschuldigung. So, also. Aha, hatte da noch einen Faden. Okay. Also, das ist mein Spellville Cell von Barbara Anna. Und zwar ist das ein Stickmuster. Ihr könnt es auf creativepoppies.com kaufen für irgendwie 6 Dollar oder so. Das war voll billig. Oder 7. Und es kam in 3 Teilen. Also das war Mystery Cell. Man hat am Anfang nur so grob gesehen, wie es aussehen wird. Und hier oben kommt eben noch eine Ranke hin. Und da oben fliegt noch eine Hexe mit dem Besen rum. Und da kommt noch so ein Schild hin mit Spells, also mit Zaubersprüchen. Und das wurde eben in 3 Teilen veröffentlicht. Und es hat total Spaß gemacht, weil das nicht so ein großes Projekt ist. Und das ist jetzt noch der Teil, ich habe den Juni-Teil nicht fertig bekommen. Also das, was ich euch gerade erklärt habe, hätte ich eigentlich im Juni fertig sticken sollen. Aber naja, ich bin nicht ganz so weit hinten. Immerhin.
Es könnte schlimmer sein. Übrigens, hier ist mein Fadenchaos zu sehen. Ich habe einfach, da ist wirklich nur, offiziell sind es glaube ich 4 Farben. Ich habe es ein bisschen komplizierter gemacht, aber deswegen schmeiße ich alles einfach da rein. Ja. Meistens bin ich sehr organisiert, aber nicht immer. So, das ist die Farbe, die ich dafür nehme. Das ist The Gentle Art Burnt Orange und es ist ein richtig schönes, gesetztes Orange irgendwie. Ich bin nicht so der klassische Halloween-Orange-Fan eigentlich. Also, aber das Orange ist sehr schön. Das ist so mit Braun durchsetzt und Rot und das hat mir gut gefallen, ein bisschen Abwechslung hier reinzubringen. Dann habe ich hier so ein, das ist normales DMC-Gelb. Das ist, glaube ich, die Farbe, die auch vorgegeben war. Und was habe ich hier noch? Ach ja, das ist schwarz, also statt braun. Das Stickmuster will eigentlich, dass das hier braun ist. Dann, das ist, glaube ich, die gefragte Farbe aus dem Stickmuster. Das ist irgendeine DMC. Also Stickmuster ist komplett in DMC übrigens. Und dann habe ich hier noch DMC Gold und das will ich überall so ein bisschen durchsprinkeln, immer mal wieder was mit Gold machen, damit ich dieses verfluchte Gold auch endlich mal loswerde. Ihr seht hier, wie furchtbar das aussieht, wenn ich damit mal ein bisschen gestickt habe, löst sich dieses Garn einfach auf. Ich kenne niemanden, der sagt, oh, DMC Metallic ist das beste Metallic-Garn, das es gibt. Nein, ist es nicht. Ich habe da auch eine zu lange Länge, muss ich zugeben, ist mein Fehler. Die Länge war schon vorgeschnitten und ich habe die genommen und die war einfach viel zu lang. Und wie ihr seht, ich habe das hier auch geparkt. Nicht jetzt mit einem besonderen Ort, weil ich sehe ja, dass es Gold ist und das sticke ich halt irgendwo rein, wo es mir halt passt. Das mache ich so frei Schnauze einfach. Und ja, soweit bin ich. Ich hoffe. Es ist ja jetzt schon fast wieder Mitte Juli, wenn ich dieses Voice-Over aufnehme. Ich habe leider noch nicht daran gearbeitet, aber ich würde gerne wenigstens Teil 2 diesen Monat fertig bekommen. So wie es gerade aussieht. Also ich arbeite gerade an Glendon Place, an meiner Murky Manor und versuche die gerade fertig zu bekommen. Und danach will ich mal wieder an Gamer arbeiten und dann ist wahrscheinlich der Monat schon wieder rum. Tja. Das ist das, wenn man nicht den ganzen Tag irgendwie prokrastiniert und stickt, statt zu arbeiten. Da kriegt man einfach nicht mehr so viel Zeug hin wie früher. Okay. Ja, es gibt ja ein Weihnachtszell noch von Barbara Anna. Und in diesem Video habe ich mir überlegt, weil es sind irgendwie die Abenteuer von vom Weihnachtsmann und seiner Frau, die dann irgendwie auf Katzen reiten und so. Und das ist so putzig. Ihr müsst euch das angucken, wenn ihr halt, wenn es so euer Ding ist. Ich wollte in diesem Video noch mir den auch kaufen. Aber ganz ehrlich, Weihnachten ist nicht meine Priorität. Und ja, ich muss aufhören, auf alles aufzuspringen, was gerade so an Sales und Zeug online unterwegs ist, unbedingt. Ah, ich erkläre euch gerade, dass ich noch diese kleine Mini-Mansion habe, dieses kleine Mini-Haus. Da wollte ich auch dran arbeiten, habe ich aber nicht. Das zeige ich euch nächstes Mal einfach. Das will ich auch auf jeden Fall bald fertig bekommen, weil ich glaube, ich bin gerade bei 13 WIPs, also Work in Progress, also laufende Arbeiten. Aber das sollte bald weniger werden. Und ich hoffe, also mein Plan ist, wenn ich die große Murky Manor, die ich euch jetzt zeige, wenn ich das Muster fertig habe, dann fange ich die Natural Beauty 3, die ich euch am Anfang gezeigt habe, an. Okay, also letztes Mal hatte ich ja dieses, habe ich dieses Projekt nicht gefunden. Haha. Und aber das ist der Stand aus, als ich euch das letzte Mal gezeigt habe, war glaube ich Februar, März oder so. Moment. Jetzt, wo ich das Video sehe, ich habe gerade wirklich die letzte Woche jeden Abend dran gearbeitet. Und ich habe jetzt das komplette Obergeschoss fast fertig. Und das Vordach.
Und jetzt, wo ich den Unterschied sehe, ihr müsst das unbedingt machen, macht mal Fotos von euren Projekten, so einmal im Monat und vergleicht dann, wenn ihr fertig seid. Es ist so ein gutes Gefühl. Ihr seht zuerst so richtig den Fortschritt, wenn ihr dieses Vergleichsfoto habt. Das ist gerade voll toll, das zu sehen. Ich würde es ja so gern diesen Monat fertig bekommen, aber das ist, glaube ich, ziemlich unrealistisch. Aber ich würde es trotzdem gerne diesen. Vielleicht, wenn ich wirklich an nichts anderes arbeite, wenn ich auch nicht an Game arbeite und an nichts, bekomme ich es vielleicht endlich fertig. Und dann mache ich es vielleicht so, dass ich dann erst eine Seite Gamer mache und dann fange ich ein neues Projekt an. Ich weiß es nicht. Es ist so schwierig. Es gibt einfach zu viele schöne Sachen, Leute. Und ich habe es von so vielen Floss-Tubern inzwischen gehört, die auch Videos machen. Wenn ihr anfangt, Videos zu machen, dann wollt ihr halt irgendwie den. Dann habt, wollt ihr einfach den Leuten coole Sachen zeigen, ja? Und dann seht ihr woanders coole Sachen und dann denkt ihr so, oh, jetzt hast. Ihr habt dann zwei Gründe praktisch, warum ihr euch das kauft. Weil ihr es selber cool findet und weil es Content für euer Video ist. Und es ist wirklich so. Also es ist nicht so, dass es jetzt. Dass man jetzt denkt, oh nein, ich muss jetzt Sachen kaufen, damit ich was für mein Video habe. So ist es nicht, aber es senkt irgendwie so die Hemmschwelle, Sachen zu kaufen. Deswegen habe ich auch viel Sachen gekauft. Aber es war auch so ein bisschen Stressbewältigung. Das habe ich im letzten Video ja auch schon gesagt. Es war auf jeden Fall Stressbewältigung. Diese Sachen sind eine bunte Mischung aus Januar bis heute. Ich habe alles gemischt in irgendwelchen, in diesen Kisten verpackt. Das sind Versandkartons, die ich für meinen Laden benutze. Und habe es extra in Kisten gepackt. Ich kann die Sachen eh alle nicht anfangen, damit ich nicht vergesse, was ich euch schon gezeigt habe und was ich euch noch nicht gezeigt habe. Oh, das ist ein Kreuz. Beaded Cross Stitch, also ein Perlenstickprojekt. Und ich hatte mal einen Unfall mit meinem externen Laufwerk und nicht Laufwerk. Meine externe Festplatte. Und ich hatte dazu mal ein Video, wie ich das anfange, eigentlich gefilmt. Und dachte, ich hätte es hochgeladen, aber irgendwie nicht. Und irgendwie sind alle Sachen verschwunden bei meinem Unfall damals mit meiner Festplatte. Deswegen zeige ich es euch jetzt. Ich habe das seit 1,5 Jahren oder so bei mir zu Hause rumfliegen und arbeite da so ein bisschen dran. Aber ich habe es euch nie gezeigt. Ich habe es total vergessen. Also jetzt, hier, bitteschön. Mein kleiner Anfang. Ich habe vielleicht so 4 Stunden oder so daran gearbeitet. Dieses Kit gibt es nicht mehr. Oh, das ist aus China. Und ich muss aber auch sagen, in meinem englischen Video habe ich so gesagt, ja, ist voll schade, dass es so kleine Kits nicht mehr gibt. Und dann denke ich mir so, nein, Lea, du hast so viele. Entschuldigung, ich habe Gewürze in meinem. Ich habe so einen Chai-Tee und irgendwie habe ich das Gefühl, meine Nase geht zu davon. Was zur Hölle? Ich muss trotzdem noch einen Schluck nehmen. Es macht Spaß, die Perlen sind total schön. Allein die Perlen anzuschauen ist so toll. Und auch mal auf was auf einem vorgedruckten Stoff zu arbeiten, ist total interessant. Man hat hier dieses weiße Baumwollgarn, das ist so einfaches Stickgarn, das man dazu benutzt. Und diese Boxen sind so Tablettenboxen, nennt man die, glaube ich. Ja, und da habe ich halt die Sticker drauf gemacht mit den Symbolen für die Perlen und der Farbnummer. Ja, und so habe ich die Farben organisiert. Und ich mache euch jetzt gerade mal die Perlen auf, weil ja, es ist einfach toll, die anzugucken. Ihr seht rechts noch die Überlaufbeutel rumfliegen. Ja, aber ganz ehrlich, ich habe so, also ich komme nicht dazu, das zu machen. Ich denke, dieses Perlenkit werde ich wahrscheinlich die nächsten 10 Jahre haben oder so. Und wenn es mich dann wirklich in den Fingern juckt, hole ich mir das wieder raus. Aber ich muss es langsam einfach einsehen. Ich habe keine Zeit für alle meine Hobbys. Also ich zocke ja noch nebenher. Dann wollte ich eigentlich auch mal wieder nähen. Und dann mache ich Diamond Painting. Ja, auch total gerne. Habe ich jetzt auch wieder viel angefangen.
Und halt Vollzeitjob, also mehr als Vollzeitjob. Und Sozialleben. Und ich versuche mal wieder Sport zu machen. Ja. Wir haben zu wenig Stunden am Tag. Das ist einfach voll die Katastrophe. Aber ich denke, ihr kennt es auch. Vor allem Leute, die kreativ sind und viele Hobbys haben, immer Zeitprobleme. Und irgendwann muss man halt auch ein bisschen aussortieren, so weh es tut. Ich habe mich zum Beispiel von meinem Scrapbooking-Hobby getrennt, weil so gern ich das gemacht habe. Schaut euch die Farben an. So gern ich Scrapbooking gemacht habe, vor allem mit meinem sehr löchrigen Gehirn, das dauernd Sachen vergisst. Aber ja, geht halt einfach nicht. Und genäht habe ich jetzt auch schon seit 5 Jahren nicht mehr wahrscheinlich. Katastrophal. Ich vertreibe Nähsachen und nähe nicht, ne? Aber das habe ich auch schon öfter gehört, dass Leute, die gerade so im Hobbybereich sich selbstständig machen, die Sachen nicht mehr als Hobby so viel machen. Wie vor der Gründung. Ja, das dazu. Ach ja, voll witzig. Hier ist irgendwie auch Backstitch, also Umrandungsstiche eingezeichnet in dem Stickmuster und angegeben. Und die haben auch wirklich Garne. Aber die gehen über die Perlen und ich kann mir das jetzt noch echt nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Und man merkt auch an manchen Dingen, dass die einfach ein Stickmuster genommen haben, normales, und dann einfach Perlen draufgepackt haben. Und das nicht 100% durchdacht ist, aber ich denke, es wird trotzdem schön aussehen. Ja, das ist mein Perlenkreuzstich-Stickerei-Projekt. Habt ihr das auch mal gesehen? Nach Ewigkeiten. So, jetzt mal gucken. Was erzähle ich denn gerade in meinem englischen Video-Moment? Okay, also ich habe jetzt hier auch noch so. Also jetzt kommt ein Haul, ja? Es kann sein, dass ich euch manche Sachen schon gezeigt habe, weil ich diese Methode mit dem in Kisten packen nicht von Anfang an gemacht habe. Nummer 1 ist, das ist von eBay und das habe ich diese Woche bekommen, habe ich halt für 1 € oder so ersteigert. Und das ist aus einer Zeitung. Und das finde ich total schön. Und es hat auch so ein bisschen was so mittelalterliches und. Entschuldigung. Ich dachte mir, ich sticke das vielleicht auf so dunkelblau auch oder so. Damit es noch mehr so nach sowas aussieht irgendwie. Und die Farben sehen cool aus. Und es ist einfach mal ein anderer Stil. Das wäre so ein Projekt für irgendwann. Aber ja, das habe ich mir jetzt einfach mal mitgenommen. Das ist aus einer amerikanischen Stickzeitung. Cross-Stitcher von 1995. Ich werde mir auch die Artikel hier durchlesen. Ich finde das so cool. Ich muss ja sagen, also bis auf eine Zeitung, und da werde ich euch nochmal was zu erzählen, die gibt es leider nicht mehr, kann ich mit Kreuzstich-Zeitungen wirklich nicht so viel anfangen. Also die Stickmuster, die da drin sind, reizen mich einfach nicht so. Manchmal so ein Joan Elliott, da denke ich mir so ein, ah, voll cool. Und dann denke ich mir wieder so, ah, Mirabilia sind vielleicht schon ein bisschen cooler. Entschuldigung, aber also für meiner Meinung nach, für mich persönlich halt. Das ist ein Mirabilia zum Beispiel. Das habe ich leider nicht genau hingeguckt und die kam ohne Verpackung. Okay. Ist okay, war nicht so teuer. Und ich könnte mir hier eine Farbkonversion sehr gut vorstellen. Das ist ein sehr, sehr schönes Muster, aber der Rock wird sehr stickintensiv. Ich versuche mich ja gerade noch davon abzuhalten, ein Mirabilia-Sammler zu werden, weil es sind irgendwie inzwischen 150 und ihr habt das Zeug dann rumstehen. Das macht halt mega Spaß, Sachen zu sammeln. Aber ich versuche mich ja von. Ich versuche so wenig wie möglich Kram einfach anzusammeln. Das ist auch von eBay. Das ist von Tralala. Kollektion Tralala aus Frankreich.
Habe ich auf eBay gefunden. Und ja, einfach mal was Kleines. Ich habe mir in der Zeit total viel. Ich finde, also Alphabete, ich weiß nicht, interessieren mich überhaupt nicht, auch wenn das halt eine Geschichte hat oder so. Ich werde vielleicht einmal ein Bild mit Alphabet sticken, um es mal gemacht zu haben, aber ich habe mir überlegt, ich mache einfach diese wunderschönen Blumen. So grün und lila Töne sind voll meine Farben. Das ist so mein, die Deko, die ich zu Hause am liebsten habe, ist so dunkelgrün und lila und dunkelblau. Deswegen passt das perfekt. Und ich habe in der Zeit total viele Leute geguckt, die so für Stitch Mania ihre Projekte zusammenpacken und ihren Stash durchgehen. Und ich dachte mir so, ich will auch mal meinen Stash durchgehen. Und ich habe halt einfach keinen Stash. Und dann bin ich in die Kaufsucht verfallen. Das ist Barbara Anna. Und der Stickmuster ist Midnight. Das fand ich schon immer richtig schön. Und ich freue mich, eine gedruckte Ausgabe davon auf einem Flohmarkt bekommen zu haben. Dass nur das in der Mitte ist gestickt. Und das finde ich wunderschön. Und es ist auch so ein bisschen Sampler-Stil, aber eben so ein bisschen frischer. Und ich habe ja eine totale Obsession damit, dass die Abstände zwischen den Motiven gleichmäßig sein müssen, weswegen mir voll viele Sampler nicht gefallen. Ich habe mich immer gefragt, warum habe ich so Probleme mit Samplern? Es ist, ich brauche das Negative Space, also der Stoff muss so regelmäßig zu sehen sein und nicht so unregelmäßig, weil das stört mich dann. Und das ist also zum Beispiel hier sehr schön gemacht worden, deswegen gefällt mir das auch sehr gut. Und es ist ein bisschen Halloween, aber nicht zu krass. Okay, das habe ich von eBay Kleinanzeigen. Oh mein Gott, ich habe irgendwie 3 € oder so bezahlt oder 2. Und das ist ein Theresa Wendler und die Verkäuferin hat, das war glaube ich ein Dachbodenfund oder so, die Verkäuferin hatte keine Ahnung, was sie da für einen Schatz hat. Und das ist noch ein handgeschriebenes Muster. Ich zeig's euch gleich. Voll der Hammer. Also eine Kopie von einem handgeschriebenen Muster. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich diesen Pfau wirklich sticken will. Er ist ja doch so ein bisschen altmodisch. Aber schaut euch das an. Wie cool ist das denn? Das ist für mich so echt so ein Sammlerstück, ja. Das ist für mich absolut ein Sammlerstück. Das erste handgeschriebene Stickmuster, das ich habe. Richtig cool. Ich will immer noch den Enchanter von Theresa Wensler sticken und The Fortunate Traveler, den stickt gerade Kai Rekemeyer. Oh mein Gott, ich will dieses Stickmuster unbedingt haben. Und dieses, was Stephanie stickt. Dieses Triptych von Theresa Wensler, also mit diesem Ritter und der Burg in der Mitte und so, das finde ich auch mega cool. Aber diese Muster sind alle out of print. Obwohl die Ritter könnte ich vielleicht noch kriegen. Es gibt eine Webseite, wo man die ganzen PDFs kaufen kann. Nur Sachen mit Drachen gibt es nicht mehr. Und mit Zauberei aber wahrscheinlich auch nicht mehr. Weil aus religiösen Gründen hat Theresa Wensler gesagt, nein, verkaufe ich nicht mehr. Und seitdem, also sind die Preise hochgegangen. Ich versuche immer noch Teil 2 von dieser Fantasy Collection von ihr zu bekommen. Und die Bücher gehen halt weg für 300 € oder so. Ist richtig verrückt. Das zahle ich nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich euch die hier schon gezeigt habe. Aber ich zeige sie euch trotzdem nochmal, weil es einfach so schön ist. Der Earth Angel, den ich ohne Flügel sticken möchte. Die möchte ich auch unbedingt sticken. Bei der bin ich mir nicht so sicher. Da mache ich vielleicht eine Farbumwandlung. Und auf jeden Fall die Flügel weg. Ich brauche echt nicht so viele Engel. Ich finde zwar Engel irgendwie so als mystisches Wesen irgendwie cool, aber ich brauche nicht so viele Engel. Aber bei dem kann ich die Flügel nicht wegmachen, aber ich finde die Farben so cool. Und dann vor der Erde. Da finde ich das Motiv so cool. Den werde ich einfach mit Flügeln sticken müssen.
Und hier ist nochmal. Die kann ich auch ohne Flügel sticken. Weiß-Blau ist auch übrigens eine Kombination, die ich sehr schön finde. Deswegen habe ich auch dieses Muster gekauft. Und das ist eins, was auf meiner Top-Mirabilia-Liste schon immer war. Und ich habe mich sehr gefreut, es auf eBay zu finden. Und zwar ist das Stone Roses, glaube ich, heißt es, ein Mirabilia. Und das ist wirklich was, was ich sehr weit oben anstellen würde. Vielleicht sogar nach. Ich will ja jetzt eigentlich. Ich will meine Cathedral Woods Goddess fertig machen. Danach will ich das Chatelaine fertig machen. Und danach will ich das nächste Mirabilia anfangen. Wenn ich es durchhalte, nicht vorher das nächste Mirabilia anzufangen. Entschuldigung. Auf jeden Fall habe ich dieses Stickmuster für einen sehr guten Preis auf eBay bekommen und freue mich sehr, sehr darüber. Das ist wirklich ein Stickmuster, das ich unbedingt sticken will. Die Verkäuferin hatte draufgeschrieben, dass sie die Muster angeschnitten hätte. Also nicht das Muster, sondern die Umverpackung, damit es in A4 passt. Sie hat es aber doch nicht getan und ich bin sehr froh darüber, weil meine Güte, das sind diese Muster, diese Mirabilia-Muster, wenn die out of print gehen, sind es richtige Sammlerstücke und ich kriege auch richtig die Krätze, wenn irgendwelche Shops, egal welche Shops, da so richtig dicke, eklige Sticker drauf machen, die man nicht mehr abkriegt, weil diese Dinger, diese Muster sind einfach wirklich Sammlerstücke. Die sind irgendwann richtig, richtig viel wert. Und dann pappt man da diese großen Kleber drauf, die kein Mensch mehr abbekommt. Das tut mir in der Seele weh. Quilting Bee habe ich euch schon gezeigt, aber das ist was, was ich auch gerne irgendwann mal anfangen würde demnächst. In richtig schönen, knalligen Farben. Das ist jetzt, ich gehe jetzt einfach so den Stapel durch, den ich jetzt gerade so hier vor mir habe. Ah, die habe ich euch, glaube ich, noch nicht gezeigt. Das ist, wie heißt sie? Da will ich auch eine Farbkonversion machen. Ich liebe es bei Mirabilias, erzähle ich gerade, dass, wenn da so Deko noch außenrum ist und nicht einfach nur die Lady, sondern so Säulen oder irgendwie so Hintergrund. Ich finde, es rundet das Bild einfach noch mehr ab. Finde ich richtig toll. Und das ist der Tree of Hope. Tree of Hope. Ja. Auch mega schöne Farben. Mal was ganz anderes. Und das ist Clio. Clio. Von den Bewitching Pixies von Mirabilia. Steht auch ganz oben auf meiner To-Stick-Liste. Und die habe ich euch auch schon gezeigt. Also, Leute, ja, ich war echt fleißig. So von null auf irgendwie Riesen-Stash. Ich bin ja mal gespannt, wie das weitergeht. Ich habe mich schon ein bisschen beruhigt mit dem Kaufen, aber noch nicht ganz. Es kommen. Ich krieg noch zwei Dimensions-Kits. Ich habe eh schon zwei große und zwei kleine Dimensions gekauft. Ich habe viel für euch noch zu zeigen. Ah, das sind gerade Garne für mein Chatelaine. Also, sobald ich mein Mirabilia fertig habe, wisst ihr, was passiert. Da werdet ihr ganz viel mein Chatelaine sehen. Alle, die nach meinem Chatelaine fragen, werden es nicht mehr sehen können, weil ich es immer zeige, wenn ich daran arbeite. Es wird kommen. Ich muss nur mein Mirabilia fertig bekommen. Das ist ein der Insektensampler von Pushonka, ich habe keine Ahnung, auf Etsy. Sie hat sehr viele schöne Stickmuster. Ich habe inzwischen auch noch ein paar gekauft, weil mega cool. Aber das ist der erste Sampler, den ich machen will, aber ich suche immer noch den perfekten Stoff dafür und ich habe ihn leider auch noch nicht gefunden. Ich habe mir von XJU Design einen Stoff färben lassen, aber der ist nicht so, hat es trotzdem nicht getroffen. Der ist zwar schön, aber ich will, dass das genauso aussieht wie das hier
Und ich habe die Verkäuferin dann angeschrieben und sie sagte mir, dieser Stoff ist grau. Und es ist nur wegen dem Licht, dass der so graubraun ist. Deswegen werde ich jetzt einfach grauen Stoff von Zweigert. Zweigert hat graue Stoffe, dunkelgrau, kaufen und das einfach da drauf sticken. Ja, die Nimue-Bilder. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie euch im letzten Video gezeigt habe. Die sind so schön. Es macht doch nichts, wenn ich sie euch nochmal zeige, oder? Ich habe sie auf jeden Fall auf Instagram gezeigt. Die waren so lange auf meiner Wunschliste. Ich bin einfach total glücklich, dass ich sie endlich habe. Und ich nehme sie. Diese zwei Muster nehme ich wirklich öfter aus meiner Box raus und schaue sie mir an. Die will ich auch noch haben. Und dritter Artus soll auch noch kommen, ne? Irgendwann. Wenn ich die zweimal gestickt habe. Aber die hatte irgendwie so ein Anniversary Sale in ihrem Shop, deswegen habe ich mir die mitgenommen. Und ich habe auch die Perlen dazu mitgenommen. Und die zwei Spezialgarne, die Metallic-Garne, die ich dafür brauche. Weil das Angebot war ziemlich gut dafür. Nur dieses, die hat hier voll viel so Schmuckteile und so auf ihren Mustern. Und lustigerweise habe ich diese Schmuckteile in meinem Laden tatsächlich, teilweise. Ich kann sie aber auch besorgen. Also falls jemand von euch Zubehör für dieses Bild braucht, meldet euch. Sie verkauft die, Nimue verkauft die nämlich nicht mehr. Diese Embellishment Packs mit diesen Metallteilen verkauft sie nicht mehr. Wenn ihr diese Metallteile nutzt, ich würde sie persönlich mit Klarlack, also mit Nagellack-Klarlack, umschließen, weil sie dann einfach, falls das Metall doch irgendwie durch äußere Einflüsse abfärben sollte, ist das geschützt durch den Klarlack. Und das sind die Perlen für La Clef, also für die Lady mit den lila Haaren. Die sind so schön. Ich kann es nicht erwarten, sie anzufangen, aber ich habe so viele andere Projekte. Aber ich habe wenigstens alle Perlen schon mal dafür. Jetzt brauche ich nur noch die 5 Milliarden DMC-Farben, die man dafür braucht. Entschuldigung, ich bin gerade ans Mikro gekommen. Und ich habe Hunger. Oh Mann, ich muss bald Mittagspause machen. Warum ist das Video so lang? Was habe ich mir dabei gedacht? Warum? Ich hoffe, das stört euch nicht, diese Videolänge übrigens. Also, ich könnte die Videos auch aufteilen und in 30 Minuten Teilen hochladen. Wäre das besser für euch? Also, aber ich gucke halt total gerne so 1-Stunden-Videos, so zum Beispiel Kansas City Girl in a Colorado World. Die eskaliert ja auch immer total und ich setze mich dann hin und stick dann einfach eine Stunde, so lange wie das Video geht. Ich habe von ein paar von euch gehört, dass ihr das auch macht und es freut mich ganz arg. Und ja. Aber wie gesagt, also wenn es die Mehrheit stören würde, könnte ich sie auch einfach in zwei Teile schnippeln. Aber ihr könnt ja auch einfach pausieren und dann irgendwann anders weitergucken. Ach so, ja. Hell. Okay, also ich habe bei XJU Design bestellt und kurz vorweg. Richtig cooler Laden, die Frau ist so nett, die hat mir custom zwei Stoffe ohne Aufpreis gefärbt, die richtig cool sind und alles. Aber ich will euch darauf aufmerksam machen, dass ihre Bilder extrem bearbeitet sind und die Garne meistens oder oft nicht so rauskommen, wie sie sind. Und wir haben uns schon geeinigt und es ist alles gut mit ihr. Aber ich war von diesem Garn hier, das ist Fairy Tale, ein DMC Overdye, also XJU Design ist ein Shop auf Etsy aus der Ukraine. Und ja, und ich habe ein Problem mit diesen Garn. Blende euch gleich das Bild ein, wie die im Shop aussehen und wie ich sie bekommen habe. Und sie hat mir gesagt, ja, sie versteht mein Problem nicht, weil das ist halt Dye-Lot und dann hat sie es aber, also war doch kulant und wir konnten uns einigen. Und sie sagt halt, ja, Foto und Dye-Lot und so kann halt mal sein. Aber also ich bin Stoffhändler, ich versuche extrem darauf zu achten, dass meine Fotos primär die Farbe korrekt darstellen. Und ein bisschen Abweichung gibt es immer.
aber die Abweichung hier war einfach so krass und ich hatte es bei einer anderen Farbe auch noch, da war die Abweichung auch krass. Da sah es nämlich braun, nee, das Bild sah dunkelgrau aus und ich habe einen hellbeigebraun bekommen. Und das war dann einfach zu krass für mich. Ich hoffe, ich zeige euch jetzt gleich, ich blende euch jetzt gleich das Bild ein, wie das aussieht. Jetzt höre ich mal kurz. Ja, also ihr seht, ich weiß nicht, bilde ich mir das ein? Bin ich zu. Sehe ich das zu eng? Also ich sehe links halt so türkis, knalliges Türkis, schönes knalliges Rostbraun, halt dunkle Farben und ich habe hier Babyblau und Creme mit blass, bisschen Blassbraun drin bekommen. Und das fand ich einfach nicht in Ordnung. Da war ich leider enttäuscht, weil ich finde, die Farben, die X2 Design veröffentlicht, sehen immer richtig Hammer aus. Und ich habe mir deswegen richtig viele gekauft. Ich zeige euch im nächsten Video die anderen, die ich von ihr bekommen habe. Und die sind teilweise auch richtig cool. Also manche haben auch von der Farbe gestimmt, aber die hier halt eben nicht. Entschuldigung, mein Stuhl quietscht. Ich habe euch so viel schon gezeigt, aber es hört nicht auf. Und ja, das ist Spitze, die ich in meinem Online-Shop verkaufe. Und ich habe kurz vorm Film war ich dabei, die Restmenge noch abzumessen. Und die lag da noch. Und ja, mir ist dann mitten in der Arbeit eingefallen, ich sollte vielleicht doch mein Flossio-Video filmen. Okay, jetzt habe ich hier noch die Fotos, die ich mir bei DM habe drucken lassen. Das war bei Pushonka dabei, während dem Lockdown hat sie für eine begrenzte Zeit dieses Stickmuster kostenlos dazu geschickt. Deswegen habe ich mir diesen Bug-Sampler da, diesen Insekten-Sampler gekauft. Oder Käfer-Sampler. Das hier ist auch von Creative Poppies. Dieses Stickmuster habe ich mir zusammen mit dem Spellville Cell gekauft. Und das ist von Shannon Christine. Und es sind vier kleine Stickmuster mit Metallic-Garn und Perlen und es ist nicht zu viel Rosa drin, sondern eher Gold und Blau. Und dann mag ich solche shabby chic Muster mega gerne. Und das ist sowas zum Beispiel, was man super gut bei Stitchmania machen kann. Und ja, ich bin schon so ein bisschen am Überlegen, ob ich nächstes Jahr nicht Stitchmania mit vielleicht so 10 oder 15 Projekten oder so anfange. Ich habe ja noch nicht genug, aber dass ich eben nur kleine Projekte bei Stitchmania dann mache. Und dafür wäre das halt perfekt, weil das wären, sind dann vier Muster. Und ja, das ist mein Stil. Ich mag das links und ich mag die Horrorelfe rechts. Das ist auch so im Alltag bei mir so. Ich mag kitschige rosa Sachen. Manchmal. Also bei Papeterie zum Beispiel mag ich das. Und ich mag Grusel, Horror, Elfen mit rausgerissenen Herzen oder so, was sie da auch immer gerade ist. Ich fand es halt total cool, dass es mal, weil das was ganz anderes ist. Ich habe sowas noch nie gesehen. Sie hat da oben so einen Käfer als Kopf und ist so eine ganz feine, süße Elfe, die aber so richtig gemein ist. Und wahrscheinlich irgendwie ein Herz von ihren Feinden gerade ist. Und ich finde die Farben richtig cool mit dem Dunkelblau und den orangenen Flügeln. Und nur der braune Hintergrund ist übrigens gestickt. Und ich habe mir echt schon überlegt, ob ich dann einfach einen hellen Stoff nehme und die Ränder von Hand schwarz färbe, bevor ich mit dem Sticken anfange. Da müsste ich halt ein bisschen auszählen. Aber dann könnte ich, dass ich so bis hier ungefähr, wie ich es euch zeige, schwarz färbe, weil ich will nicht das ganze Bild auf schwarz sticken. Das ist ein absoluter Albtraum. Genau, also das ist der andere Stoff von X2 Design und genau, ich habe jetzt eine Farbanpassung gemacht. So sieht er ziemlich genau aus. Ich hätte ein dunkelgrau gewünscht mit einem rotbraun, damit es so aussieht. Ich hatte ihr auch das Bild geschickt und habe ihr die DMC-Nummern geschickt. Und der Stoff ist leider, also
Ich bin vielleicht auch ein bisschen picky, aber ich sehe halt kein Grau in dem Stoff. Also ich wollte eine Variation aus Grau und Braun abwechselnd. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich diesen Stoff behalte. Vielleicht finde ich ja noch ein Projekt dafür, weil wie er gefärbt ist an sich, sieht mega cool aus. Vielleicht mache ich ihn gleich auch mal auf und zeige euch, wie die Variation ist. Also die Musterung auf dem Stoff ist so cool. Ich mag dieses so, dieses Mittelding aus, nicht zu krass, aber man sieht verschiedene Farben, aber es ist nicht so krass batik oder so. Das mag ich nicht so, wenn ich so richtig Linien und so Zeug da drauf sehe. Aber eben dieses, diese leichte Variation, wunderschön. Das Braun ist mir nur ein bisschen zu kühl. Also es ist ein wirklich sehr, sehr kühles Braun. Ich weiß noch nicht. Mal gucken. Vielleicht finde ich das perfekte Projekt dafür noch. Das ist ein Water Lilies in Grau und Lila. Und ich kann leider nicht erkennen, welche Farbe das ist. Dark Shadows. Und das war jetzt bei diesem Kit dabei. Ich habe das Kit auf eBay gekauft. Natürlich mal wieder. Ich hing halt teilweise nächtelang auf eBay rum, weil ich nicht schlafen konnte. Und das ist für dieses Bild. Und das finde ich wunderschön. Wegen diesem Bild habe ich mich, unter anderem habe ich mich über die Aufkleber aufgeregt. Das ist die September Sapphire Fairy. Und da ist der blöde Aufkleber. Und bei dem Versuch, den abzumachen, also ich habe den nicht versucht abzumachen, aber ich befürchte, dass die. Ich weiß nicht, ob es Rest vom Aufkleber ist oder ob das Muster beschädigt ist. Ich will es. Ich will gar nicht drüber nachdenken. Jedenfalls wunderschöne Schmetterlingselfe. Und ich kann mir vorstellen, die zu sticken. Vielleicht sticken meine Schwiegermama und ich die. Die habe ich ja jetzt auch mit Mirabilia mega angesteckt. Ich habe jetzt für sie gerade. Ich sticke. Nicht sticke. Ich kitte für sie At the Mat gerade. Von Mirabilia. Und sie hat Stargazer schon fertig gestickt. Ich habe sie richtig angesteckt. Mit Mirabilia Mustern und das ist großartig, weil dann kann ich jemand im Alltag auch mit meinen ganzen Stickgelaber auf die Nerven gehen. Genau, und das war das komplette Kit und es war richtig günstig. Deswegen meins. Ich bin mir sicher, dass man mit diesen Materialien dieses Ding zweimal sticken kann. So, das war's mit Haul. Ich habe noch viel, viel mehr, aber das kommt in der nächsten Folge. Jetzt war es erstmal genug mit neuem Kram, oder? Jetzt zeige ich euch das Kit. Ihr müsst einfach, wenn ihr das kaufen wollt, Philanthropé suchen. Natural Beauty 3. Das Bild ist nur 20 x 30 cm. Das ist nicht so groß. Und es hat einen bedruckten Jobelin-Stoff. Und das ist 32 Count, also irgendwie zwölffädig. Und aber mit aus Baumwolle. Mit ein bisschen Synthetik drin, glaube ich. Und ich glaube, Jobelin kann man in Deutschland nicht kaufen, ne? Und deswegen war ich doppelt. Das war mit ein Verkaufsargument für mich, weil ich war total gespannt darauf, wie Jobelin ist. Und es ist wie. Ja, das ist eigentlich so die nächste Stufe, wenn ihr 25 oder 28 Count zum Beispiel DMC-Stoff habt. Und das dann in 32 Count, so fühlt sich Jobelin an. Also ein sehr fester, sehr gleichmäßiger Stoff. Ich wünschte mir, es würde ihn hier geben, dann würde ich den öfter kaufen. Und eben hier wurde dieses Motiv drauf gedruckt und hier seht ihr die einzelnen Locken und dieser streifige Hintergrund. Und das wird nicht alles komplett überstickt, also nur ein bisschen. Und für diesen Stoff alleine, ich meine, also Leute, das Kit ist arschteuer, ja, für das, was dabei ist. Entschuldigt meine Ausdrucksweise, aber es sind 60 Euro für plus 10 Euro Versand. Es war eine Kurzschlussreaktion, ja. Für dieses Kit, es ist ein sehr kleines Kit, aber es ist so ein bisschen so ein Kunstobjekt für mich, weil das ist wirklich eine Malerei. Hier oben sind die kleinen. So kleine Blätterchen und so, die werden nicht gestickt,
sondern die sind einfach so. Und da, wo ich meinen Zeigefinger hinhalte, ist ein weißes Kreuz. Und das ist die Mitte und von dort fange ich auch an, wenn ich es denn sticke. Das steht in der Anleitung drin und es muss ja genau passen in diese, das Gesicht muss ja auf diesen Druck genau passen, deswegen muss man auf jeden Fall dort anfangen. Und ihr werdet nachher sehen, das Garn ist sehr fein und nicht sehr deckend, deswegen ist es auch gut, wenn man diesen Hintergrund hat, wenn man mit diesem Garn stickt, dass dieser Druck durchscheint. Es gab ein Blackwork, ein kostenloses Ginkgo Blackwork Stickmuster dazu. Blackwork ist ja eigentlich, dass man nur mit Umrandungs-, mit geraden Stichen praktisch ein Muster stickt. Ich habe das schon öfter gesehen, mich hat es nie gereizt. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass das Spaß macht. Aber wenn ich es mal probiere, dann probiere ich es jetzt mit diesem schönen kleinen Stickmuster, was ich dazu bekommen habe. Wir haben es gleich geschafft, Leute. Also, hier ist noch so ein Zettel, da steht irgendwie Danke und irgendwie ein cooler Spruch drauf. So, ich gehe jetzt mit euch durch das ganze Papierzeug, was dabei liegt, und erkläre euch, was das bedeutet. Also, das hier ist eine Erklärung, was Evenweave ist im Vergleich zu Leinen. Dass es ein gleichmäßig gewebter Stoff ist und die Fäden hoch und breit gleich sind, damit die Kreuze regelmäßig sind und das Bild nicht verzogen ist. Dann steht da, man stickt über zwei Fäden. Auf Aida stickt man über einen Faden und auf diesem Jobelin stickt man über zwei Fäden. Das wird dort erklärt. Also das ist die Zusammenfassung. Dann geht es jetzt um Stickgarn. Ganz oben wird normales Stickgarn, was man aufteilen muss, erklärt, wie DMC zum Beispiel. Und im Vergleich dazu wird im zweiten Abschnitt dieses Aurophil-Garn erklärt, dass es ein Monophil-Garn ist, wie ich euch am Anfang gesagt habe, dass man dieses Garn nicht aufteilt, sondern dass es eben in einem Strang ausgeliefert wird und nicht verzwirnt, so verdreht ist wie andere Garne. Dadurch hat, glaube ich, kann man damit einfacher sticken, weil es diese Verdrehung nicht hat. Aber ich hab so ein Garn noch nie benutzt und auch das war ein Verkaufsargument für mich, weil ich einfach zu neugierig bin, dieses Garn auszuprobieren. Dann geht es hier jetzt darum, was ihr mit diesen Garnkarten macht. Und zwar kommt das Garn auf so verdreht auf diesen Garnkarten. Und ich habe eine Anleitung, so ähnlich, in meinem Gecko Rouge Video. Weil die wollen jetzt, also da unten steht die Anleitung, die wollen, dass man ein Loop, also eine Schlaufe von da oben sind so zwei Schlaufen, wie ihr gerade seht, ich teile das auf. Die wollen, dass ihr eine Schlaufe da außen rum macht. Ich mache das jetzt nicht, weil ich fange dieses Kind noch nicht an. Wenn ich es anfange, mache ich das mit euch. Ihr macht eine Schlaufe raus, dreht das ganze Ding auf, den ganzen Strang, dass ihr wie auf dem Bild so einen Strang habt und der ist geschlossen und ihr müsst den aufschneiden. Das heißt, da wird gezeigt, schneidet den Strang auf, wenn ihr ihn so komplett abgewickelt habt. Und dann macht ihr ihn mit einer Schlaufe wieder an die Karte. Wie bei Gecko Rouge. Dass ihr praktisch den Faden doppelt nehmt. An einer Seite ist die Schlaufe, an der anderen Seite sind die zwei offenen Enden. Und dann steckt ihr die zwei offenen Enden durch die Schlaufe. Und wenn ihr dann eine Nadel nehmt, und das steht alles in diesem Text da unten drunten auf Französisch. Dann könnt ihr eine Nadel nehmen und euch einen einzelnen Strang, wenn ihr die Schlaufe ein bisschen lockert, einen einzelnen Strang da rausziehen und damit sticken. Und dann steht noch dran, irgendwie ein Strang ist dann, ein Faden, es sind dann 60 cm und wenn ihr den dann auf halb nehmt, dann habt ihr eine perfekte Länge. Und ich muss mich jetzt leider bewegen. Achtung, der Stuhl. So. Also, das sind die Garne. Die sehen so schön aus. Die sehen so schön aus. Und da unten seht ihr so ein bisschen bei dem Braun so ein Faden raus. Also es ist wirklich wie Nähgarn, falls ihr näht. Ich glaube, jeder hatte schon mal Nähgarn in der Hand.
Es ist sehr, es sieht aus wie Seidengarn von der Oberfläche, es ist aber Baumwolle. Das bedeutet, ihr könnt es auch waschen. Und ich bin sehr gespannt, wie es ist, mit diesen Garn zu arbeiten. Aber ich denke, die werden ein wunderschönes Bild abgeben. Das ist wirklich so, also ich habe jetzt 70 Euro dafür bezahlt. Das ist wirklich so ein besonderes, einzigartiges Designerstück. Ich habe nicht vor, dauernd so viel Geld für so kleine Kits auszugeben, aber es ist wirklich ein Designerstück. Und hier vorne seht ihr, die Garne sind nicht sehr deckend. Ihr nehmt zwei Fäden, aber dafür hat man diesen bedruckten Stoff. Der scheint eben durch und gibt, glaube ich, auch noch viel Schattierung und viel Dimension zusätzlich zu den Garnen. Jetzt, wo ich das Video sehe, will ich es am liebsten sofort anfangen, weil ich bin einfach so neugierig. Was soll ich denn machen? Nein, ich mein's erst, wenn's fertig. Ja, was habe ich denn noch erzählt? Ja, ich habe jetzt nur das nochmal mit der Seide. Jemand in der Stitchmania-Gruppe, da habe ich das gepostet, als ich es gekriegt habe, weil ich einfach das mit jemandem teilen musste, dass ich dieses Kit gekriegt habe. Hat er auch gefragt, ob das Seide ist. Ich hoffe, ich mache jetzt gleich mal weiter, weil mir fällt jetzt gerade nichts mehr ein, was ich euch erzählen kann. Ah, okay. Jetzt sage ich euch gerade, dass ich mag das, dass es eine schwarze Frau ist, die nicht so dieses klassische afrikanische Ding hat, weil das gibt's halt voll viel, sondern dass es irgendwie so, dass sie so modern und so ein bisschen Fantasy-mäßig aussieht. Das gibt's so selten, wenn überhaupt jemals. Und das ist wirklich eine totale Lücke. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, sie zu sehen. Und musste sie einfach kaufen. Und hier ist so ein Zettel dabei, übrigens mit anderen Designs von dieser Künstlerin. Da gefällt mir aber keins, weil die alle sehr cartoonmäßig sind und ich mag dann doch eher realistischere Sachen. Ich finde es cool, tja, da gibt es eine Gruft, die Frau, aber die ist mir auch zu cartoonmäßig. Ich bin selber Goth, ich darf Gruft designen. Und ja, ich finde da leider nichts. Vielleicht findet ihr was dabei. Man kann dieses Bild auch als PDF auf der Website übrigens kaufen. Und zwar geht ihr auf die Artikel und da kann man dann irgendwo auch PDF-Muster drucken. Und das PDF kostet 10 Euro. Und unter Goodies auf der Seite könnt ihr eine DMC-Liste euch herunterladen. Das ist eine DMC-Konversion und ihr könnt dieses Bild auch einfach auf irgendeinem Stoff mit DMC sticken. Und 10 Euro für ein Stickmuster ist ein absolut fairer Preis. So, jetzt erkläre ich euch, wie das ist. Zwei viel, viel heißt zwei Garne, zwei Fäden. Und das hier sind zum Beispiel Mischfarben oder einzelne Farben, die man doppelt nimmt. Und Croix ist halt das Kreuz. Das heißt, Kreuzstiche mit zwei Fäden stehen hier in der Liste. Und da sind eben die zwei Farben, die man da mischen soll. Und in diesem Sternchen steht unten nur, dass man sie zu gleichen Teilen mischen soll, was natürlich offensichtlich ist. Genau. Und da, ja, steht halt einfach das jetzt so die Liste mit den Garnen, die man braucht. Es sind ganz schön viele Farben. Einige Mischfarben. Point long. Sorry, ich hatte nie Französisch, ich hatte Latein in der Schule. Also, hier ist mit einem Strang Kreuz und hier nochmal mit zwei Strängen Kreuz und das untere ist dann ein Long Stitch. Was kein Backstitch ist, weil der Long Stitch ist länger als Backstitch. Backstitch macht man immer nur über ein Kreuz, also Umrandungsstich. Und diese Gradstiche hier macht man. So wie es das Muster angibt, das erkläre ich euch aber gleich nochmal. Also hier oben sind die Maße des Motivs. Das ist 16 mal 27,5 cm.
Also die 20x30 auf der Packung sind die von dem vorgedruckten Bild, nicht von dem gestickten Bild. Dann in dem nächsten Abschnitt steht, dass man die Augen mit dreifädigen Schwarz sticken soll. Und ich zeige euch, hier sieht man das auch, das wurde in diesem Modell gemacht. Also alles, was um das Auge rum ist, soll man mit drei Fäden und Schwarz sticken. Man muss nicht, aber es sieht besser aus, wenn. Also wie gesagt, ich gehe jetzt hier jeden Abschnitt durch, der hier steht, und erkläre euch, was daran wichtig ist. Was haben wir denn noch? Danach kommt eine Erklärung, was ein Kreuzstich, was ein Geradstich und was ein French Knot ist. Hier unten wird erklärt, was die Knotenstiche, also die French Knots sind. Und es ist einmal die Farbe 2125 für gelbe Knoten und die 6722 für blaue Knoten. Da seht ihr mit Points, was weiß denn ich. Ich versuche es gar nicht erst, okay? Ist voll peinlich. Die Points sind die Knotenstiche halt. Und hier unten bei Attention steht halt, dass die verschiedenen Mengen an Garn, also ob man mit ein oder zweifädig stickt, dass man die bitte beachten soll, weil das dafür sorgt, dass es Dimension in diesem Bild gibt. Also ja, offensichtlich halten wir uns natürlich an die Vorgaben. Das steht aber bei Dimensions Kids zum Beispiel auch dran. So, ja, wir machen diese verschiedenen Fadenmengen, mit denen ihr stickt, damit es dimensional aussieht, dieses Bild. Oh Mann, meine Stimme gibt voll auf. Nächstes Mal sollte ich keinen Chai Latte trinken, nee, mehr. Okay. Also mit den langen Stichen. Die langen Stiche sind auf dem Stickmuster markiert. Mit einem Punkt. Und zwar, das steht auch in der Anleitung, ihr macht den Stich bis von einem Punkt zum nächsten Punkt. Nicht so, wie ihr denkt, sondern hier sind die Punkte und da geht ihr geht einfach raus. Ihr stecht immer einfach da rein und macht einen Geradstich, wo diese Punkte sind, damit man das gewünschte Ergebnis hat. Es sind sehr viele Langstiche auch. Ich weiß gar nicht, ob das der richtige Begriff ist. Ich übersetze halt einfach frei. Und ich zeige euch hier nur ein bisschen was vom Muster. Hier ist sehr viel, was ihr dann noch zusätzlich sticken werdet. Das ist auch ein bisschen angedeutet, was der Druck auf dem Stoff ist. Ihr seht, ihr ergänzt den Druck auf dem Stoff. Deswegen war ich wirklich hingerissen, dieses Kit zu kaufen, weil dieser vorgedruckte Stoff ist einfach toll. Und so seht ihr auch, wie das Stickmuster aussieht. Ihr bekommt übrigens zwei Muster, eins für die Geradstiche und eins für die Kreuzstiche. Das ist sehr hilfreich. Genau. Ich zeige euch, glaube ich, auch gleich noch, wie die Knotenstiche ganz, ganz links, könnt ihr den kleinen gelben Punkt sehen. So sehen die French Knots in diesem Muster aus. Ja, jetzt haben wir es fast geschafft. Wir haben es geschafft. Das ist Natural Beauty von Miss Tigri. Freue mich sehr darauf. Ich danke euch für eure Geduld. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich habe euch nicht maximal verwirrt und habe irgendwie zusammenhängend alles erklärt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!